Und damit schalten wir nach Sderot direkt an den Frontverlauf zu Tatjana Ohm. Tatjana, man merkt es, also der Ton zwischen den Verbündeten wird rauer. Die USA, Frankreich, die EU machen Druck auf Israel. Aber wie kommt das denn überhaupt an in dem Land? Naja, hier in Israel nimmt man das zur Kenntnis, bleibt aber bei der Position, die man jetzt über Wochen hinweg ja schon gehabt hat, dass man sagte, auf gar keinen Fall ein Waffenstillstand, eine echte Waffenruhe, solange wie die Geiseln nicht frei sind. Das ist ja etwas, was Premierminister Netanyahu immer wieder fast schon gebetsmühlenartig vorträgt. Worauf man sich eingelassen hat, sind ja diese kurzfristigen Feuerpausen, die eben einfach dann auch bedeuten, eine Möglichkeit für die Zivilisten in Gaza vom Norden in Richtung Süden zu gelangen. Und wir hören es gerade wieder, also es geht hier natürlich auch weiter mit den Angriffen auf Hamas-Infrastruktur, auf Hamas-Stellungen. Ergänzend zum Beitrag würde ich da noch ganz gerne hinzufügen wollen, dass zum Beispiel auch die israelische Marine in der vergangenen Nacht Hamas-Stellungen angegriffen hat. Und was das Krankenhaus betrifft, wo drumherum im Moment so massiv gekämpft wird, da heißt es von Seiten des Wall Street Journals unter Berufung auf einen hochrangigen israelischen Beamten, dass man befürchtet, dass unterhalb des Krankenhauses, dort wo man eben auch das Hamas-Hauptquartier während sich ebenfalls auch Geiseln befinden könnten. Tatjana, du sprichst gerade die Situation rund um die Krankenhäuser an und die Palästinenser werfen Israel nun vor, dass auch die Krankenhäuser immer mehr ins Visier der Angriffe kommen werden. Welche Informationen hast du denn darüber, über diesen aktuellen Stand, vor allen Dingen auch über die Ziele der israelischen Armee gegen die Hamas-Terroristen? Und du hast auch das Stichwort genannt, offenbar haben die Terroristen sich in oder unter oder bei Krankenhäusern verschanzt. Naja, das ist ja etwas, Carsten, was hier die ganze Zeit schon von israelischer Seite gesagt wird. Also, dass die Hamas im Prinzip die Raketenabschussanlagen, die sie hat, die Waffenmunitionsdepots, die sie hat, also alles, was sie im Prinzip braucht, um Terror auszuüben gegen Israel, dass das eben immer so gelagert wird, dass es verdeckt wird sozusagen von zivilen Einrichtungen. Seien das jetzt also Schulen, Kindergärten, ganz normale Wohnhäuser oder aber eben Krankenhäuser. Und die israelische Seite ist sich da so sicher, weil sie sich da auf die Informationen verlässt, die sie zum Teil natürlich vom Boden bekommt. Man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass Israel nach wie vor auch Leute hat innerhalb des Gazastreifens, die eben den Sicherheitsbehörden Informationen weitergeben. Man verlässt sich da eben auch auf die eigenen Intelligence Reports, die man hat, durch den eigenen Inlandsgeheimdienst zum Beispiel. Und man ist sich da sehr, sehr sicher einfach hier auf israelischer Seite, dass die Hamas alles das, was sie eben braucht, um weiter Terror auszuüben, vor allen Dingen eben in diesen Tunnelsystemen unterhalb dieser großen Krankenhäuser, nicht alle, aber offenbar einiger, nach wie vor verbirgt. Und das Dilemma, das die israelische Seite da dann natürlich hat, ist, sie sehen und hören ja den Aufschrei, den es weltweit gibt, ob der vielen zivilen Todesopfer, die es bereits gegeben hat im Gazastreifen. Ich würde es hier jetzt nicht wagen, irgendeine Zahl zu nennen, weil die Zahlen, die kommen und kolportiert werden, eben vor allen Dingen als Basis die Aussagen der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen haben und die untersteht nun mal der Hamas. Deshalb bin ich da sehr, sehr vorsichtig und nenne erst gar keine Zahl, weil das einfach nicht überprüfbar ist und von hier aus schon mal überhaupt nicht. Aber die israelische Seite sieht und spürt den Druck natürlich. Wir sehen es ja an den Äußerungen eines Emmanuel Macron. Und sie versuchen offenbar in der Tat, so erzählen sie es, so sagen sie es, so viele Zivilisten, wie es nur irgendwie geht, zu schonen. Aber das kann in einem Krieg natürlich nicht immer gelingen. Das kann nicht hundertprozentig gelingen. Das ist komplett nicht möglich. Selbst wenn man sich bemüht, selbst wenn man Evakuierungsrouten aufmacht und halt sagt und bittet Leute, bewegt euch da in den Süden runter. Du wirst immer in einem Krieg zivile Opfer haben, so furchtbar das ist. Aber ohne wird es eigentlich nie gehen. Und dann muss man hier in dieser Situation auch einfach noch im Hinterkopf haben, dass die Hamas natürlich es auch darauf anlegt, dass es zivile Opfer gibt. Weil wenn sie anders agieren würde, dann müsste man ja tausende von Fragen zum Beispiel an die Hamas stellen. In dem Moment, wo sie diese Terrorattacken geplant haben, ist ihnen ja klar gewesen, dass es von israelischer Seite eine entsprechende Antwort geben wird. Und dann hätte sie ja selber auch dafür sorgen können, dass die Zivilisten geschützt werden davor, indem sie selber vielleicht schon evakuiert hätten in den Süden oder indem sie den Terroranschlag, das mal ganz beiseite, erst gar nicht verübt hätten. Also insofern ganz schwierige Situation hier natürlich für die Zivilisten, die da vor Ort sind und die israelische Seite, die den internationalen Druck spürt, aber eben selber sagt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung sicher ist und das wird sie erst wieder sein, wenn die Hamas vernichtet ist. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.